Hallo und herzlich willkommen zurück, würde ich hoffen. Das würde bedeuten, ihr habt letztes Mal zugesehen. Das würde mich sehr freuen. Ich habe heute im Minecraft-Klassenzimmer einen kleinen Gast. Das ist der Malte. Hallo. Der will mal ein bisschen Minecraft lernen, ne? Gut. Du hast ja eben schon ein bisschen gezockt. Du kannst die Steuerung ja schon. Wir besorgen uns doch mal ein bisschen Holz. So. Hast ja ein bisschen was hier. Ja. Wie viel Holz brauche ich für eine Workbench? Ich überlege gerade. Für eine brauchst du zwar nur einen Holzblock, aber wir brauchen sowieso noch ein bisschen Holz. Ja, für Hol Sticks. Dir mal so ein paar. Hol dir mal so ein paar. Lernen wir heute nochmal von Grund auf ein bisschen. Die Dani ist ja heute nicht da. Dafür aber Malte. Ja, 5 ist auch gut. Genau, mach die mal klein. Du weißt ja schon ein bisschen was, das ist schon mal gut. Ja. Und jetzt? Jetzt auf alle aufteilen. Du musst einen Würfel daraus machen, einen Viererwürfel. Genau. Sehr gut. Da ist die Werkbank. Herzlichen Glückwunsch. So. Naja, ne. Bauen wir noch ein bisschen Holz sammeln am besten, ne? Machen wir uns mal eine Axt. Oh. Dann musst du die Werkbank jetzt auswählen? Kannst du mit dem Mausrad machen? Mhm. Auf der Leiste. Oh, jetzt habe ich das Mikrofon gestoßen, sorry. Das letzte in der Leiste, genau. Wunderbar. Dann klick mal rauf auf die Werkbank. Hm. Das habe ich gar nicht auf die Uhr geschaut. Naja, nehmen wir noch freie Schnauze auf. Hm. Nicht ganz. Du brauchst jetzt Sticks. Dafür musst du 2 Holzbretter übereinander machen, dann kriegst du 4 Sticks. So, ne? Ja. Da einen hin und da unter einen. Hm? Im Rechtsklick teilst du den Haufen. Dann hast du überall einen. Genau. Ja, die setzt du jetzt 2 übereinander. So, und jetzt oben links einen hin. Ein Stück Holz aber nur. Das ist der Holzblock rechts oben. Das. Genau. Die Bretter. Da hin, ja, da steht auch schon richtig. Das wäre jetzt eine Pickhacke, die kannst du auch machen. Mhm. Machen wir einfach mal, genau, die brauchst du als nächstes. Die haben wir dann schon mal gemacht. Und jetzt nochmal so ein ähnliches Rezept, aber einen unter. Einen da unten, links unten noch einen, oder? Den noch einmal da unter, genau. Und oben links trotzdem einen hin. Ja, da haben wir eine Axt. Dann holen wir uns noch ein bisschen Holz. Wir brauchen noch ein bisschen mehr. So. Es geht jetzt schneller mit der Axt. Das sind so die Anfänge. Mhm. Das hast du ja bestimmt dann auf der Xbox auch schon so ähnlich gemacht. Ja, habe ich auch so gemacht. Da braucht man nur halt die Rezepte nicht, ne? Mhm. Die werden einem schon angezeigt. Das ist eigentlich ganz gut für Leute, die Minecraft nicht so kennen. Wenn man das auf der Konsole spielt, dann kriegt man so ein klein bisschen Hilfe noch. Ja, was kann man da rausstellen? Kann man auch ausstellen? Ja. Das wusste ich gar nicht. Muss ich mal auf der Playstation probieren. Müsste das ja auch gehen. Ja. Das reicht, glaube ich, schon, ne? Wie viel hast du denn? Ja, reicht das mal. Genau. Was können wir denn noch machen? Wir können uns Steine besorgen, Steinschwert machen. Können wir uns schon mal wappnen. Wir müssen uns sowieso bald einbuddeln, weil ja die Nacht bald anbricht. Mach doch einfach mal eine Schaufel. Ja, stimmt. Haben wir die auch schon mal fertig. Da brauchst du noch 2 Sticks und ein Holzbrett für. Nee, ist falsch. Einfach nur die das Schwarzeichenholz da rein. Genau. Einer. Und dann links die Bretter rausholen. Rechts meine ich, Entschuldigung. Aber mach gleich ein paar mehr. Genau. So, und jetzt nochmal Sticks machen, also Stöcker machen. Die weiß ja noch, ne? Mhm. So. Genau. So. Die reichen auch erstmal. Eine Schaufel locker.
So, jetzt nochmal zwei Sticks übereinander und dann einfach oben drauf im Holzbrett. So. So. Wir können uns eigentlich gleich nochmal ein Schwert machen. Ja, ich habe so gedacht, wir können. Ja, mach dir mal erstmal ein Holzschwert. Das ist eigentlich eine ganz gute Idee. Da brauchst du einen Stick und zwei Bretter übereinander. Dann haben wir gleich alles durch. Oder fehlt noch was? Eigentlich nicht. Nö. Dings, wie heißt das denn? Eine Hacke. Um das Feld zu bearbeiten, aber die brauchen wir jetzt ja gar nicht. Oh, es ist schon Nacht. Ja, dann nimm mal schnell deine Schaufel in die Hand und buddel dich einfach ein paar Blöcke tief in die Erde. Das ist natürlich ein bisschen doof, weil es denn dunkel sein wird. Cool. Da brauchst du die Spitzhacke für. Genau. Oder geht's? Ja, Kohle geht. Soll ich oben erstmal ein bisschen zumachen? Nee, dann haben wir ja gar kein Licht. Ja. Wir sind jetzt leider auf dieses bisschen Licht angewiesen. Jetzt nimm mal ein paar Steine weg, den auch noch. Den? Ja, nimm mal auch noch weg. Und dann brauchst du ein paar Steine, dann machen wir uns mal einen Ofen. Bisschen Kohle hast du ja sogar auch schon, da braucht man nicht mal Holz verschwenden. Ja, aber das Ding, das reicht nicht. Das ist Stein. Nee, du brauchst noch 7 Steine, dann kannst du noch einen Ofen machen. Jo, das dauert immer ein bisschen mit einer Holzpickaxt. Ja. Können wir uns gleich auch mal das gesamte Sortiment an Werkzeug in Stein herstellen. Geht ein bisschen schneller. 12 reichen noch schon, oder? Ja. Aber dein Crafting Table ist oben. Kannst du jetzt aussuchen, entweder hochbauen und holen oder brauchst du den neuen? Das glaube ich besser, dass ich an. Ist einfacher, einen neuen zu bauen, ja. Weil denn ein Ofen kann man nämlich nur auf dem Crafting Table machen. Dafür ist das normale Feld da zu klein. Jo, such dir eine Stelle aus. Nicht gerade da, wo der Klo hinkommt. So. Na, mal gucken, ob das weiß. Ja, sieht gut aus. Wunderbar. Das ist richtig. So. Tja. Das Gute daran ist, wenn der Ofen gleich arbeitet. Dann haben wir Licht. Richtig. Was wollen wir nochmal machen? Mein Vorschlag wäre, um noch ein bisschen mehr Kohle zu bekommen, das Holz da rein, die Schwarzeiche. Das genau. Also mehr Kohle. Ja. Dann kannst du nämlich Fackeln herstellen. Aber mach mal nur. Ja, oder du nimmst die Kohle von oben. Da oben war ja noch Kohle. Das wäre natürlich noch einfacher. Da. Mach mal gleich mal ein bisschen Licht. Reichen 2? Um erstmal hier ein bisschen Licht ins Dunkle zu bringen, ja. Jetzt nimmst du. Am besten nimm mal die Kohle wieder raus. Den Ofen brauchen wir jetzt eigentlich gerade gar nicht. Dann gehst du mal auf die Werkbank, nimmst den Stick, packst ihn da unten hin und die Kohle da drüber, dann bekommst du 4 Fackeln. Die kannst du dann mal schön an die Wände batschen. So. Dann hast du auch ein bisschen Licht. Und dann kommt noch mehr Kohle zum Vorschein. Sehr schön. Ja, Kohle brauchst du immer, ne? Ja. Für alles Mögliche. Die kannst du eigentlich immer mitnehmen. Ich habe ja schon auf meiner Konsole ja auch schon Minecraft gespielt, also weiß ich das ungefähr. Mir kommt das so vor, als ob Diamanten seltener sind auf der Konsole. Ich spiele ja die PlayStation 3 Version, die ist die gleiche wie auf der Xbox. Habe ich auch so ein Gefühl. Weiß nicht. Kommt mir irgendwie so vor. So. Ja, dann können wir jetzt ja schon mal ein komplettes Sortiment aus Stein bauen, oder? Sammelst noch ein paar Steine am besten. Dann bauen wir uns ein Steinschwert, eine Steinpickaxt. Wenn wir noch Lust haben, auch eine Steinschaufel. Ja. Wir
können uns auch eine Kiste bauen. Ja, das wäre auch praktisch. Um die alten Sachen wegzupacken. Aber noch ist das Inventar ja auch noch nicht voll. Ich habe gerade einen Zombie gehört. Oh, ach so, du kannst jetzt ja oben auch zumachen, was du vorhin schon selber sagtest. Jetzt haben wir hier unten ja Licht. Weil sicher ist sicher, ne? Da oben, ne? Hast du sogar noch Erdblöcke dabei. Jetzt einfach einen hinklatschen. Wunderbar. Da kommt keiner mehr durch. Nee. So, wollte weiterbauen. Oder hier ist eine Höhle, kann auch sein. Das kann sein. Höhlen kann man aber auch hören. Wenn so ein, so ein Rauschen, als ob du in einer großen Halle stehst, hörst. Dann ist eine Höhle in der Nähe. So 20 müssten erstmal reichen. Ja, das auf jeden Fall. Musst dir aber vorher noch ein paar Sticks machen. Also Stöcker meine ich. Ich benutze gerne mal die englische Variante. Ich glaube, du brauchst noch mehr als 4. Erst eine Pickaxe. Juhu. Hier ist eine Steinaxt. Gibt ein 1 mit Sternchen. Weiß schon richtig gut Bescheid. So. Und ein Schwert. So. Kannst noch als Ofenfeuermaterial benutzen, das Holzschwert. Weil das brauchst du ja jetzt nicht mehr. Ja. So. Was brauchen wir noch? Kannst du eine Schaufel, kannst auch eine Axt machen. So. Vielleicht schaffen wir es ja noch bis Eisen heute. Richtig. Jetzt erstmal eine. Schaufel hast du noch nicht. Stimmt. Falls du mal auf ein bisschen Kies triffst irgendwo in der Erde, ist es ganz praktisch, eine Schaufel dabei zu haben. Eine, die auch was taugt. Die war nur in der Mitte. Ah, stimmt. Noch irgendwas? Nee. Dann könnten wir ja jetzt schon fast auf die Suche nach Eisen gehen, ne? Zu essen brauchen wir auch noch nicht unbedingt. Runterbuddeln? Ja, so eine Treppe könntest du runterbuddeln, dass du auch wieder hochkommst. Weißt du, wie ich das meine? Ich hab gerade Wasser gehört. Oh, dann ist vielleicht irgendwo eine Höhle. Nee. Genau, ein tiefer, die zwei vorne weg. Und das jetzt die ganze Zeit. Bis wir auf irgendwie eine Höhle oder auf Eisen treffen. Höhle ist natürlich auch verlockend, aber wir haben ein bisschen wenig Fackeln. Wir könnten eigentlich noch mehr Fackeln machen. Weil wenn wir eine Höhle finden, möchten wir die auch ausleuchten. Ja. Denn im Dunkeln kommen auch die Monster, im Hellen spawnen die nicht, also dann kommen die nicht. Weißt du noch, ne? Aber du brauchst eine neue Stick, sehe ich gerade. Du hast nur noch einen. Musst du noch ein paar machen. Mit dem Holz, ne? Obwohl, da machst du erstmal Bretter draus. Ja, musst du auch neue Bretter machen. So. Erstmal die Kohle rausnehmen. Und die Bretter, das Holz, was du jetzt in der Hand hast, dann da rein. Dann kriegst du was für die Bretter raus. Ja. Die dann wiederum zu Sticks verarbeiten. Das war das nicht. Ich sag immer Sticks. Das ist Gewohnheit. Zu viel auf Englisch. Machst du am besten noch ein paar mehr. Du brauchst ja einiges an Fackeln. In der Regel. Ja. So. Genau. Du hast ja auch 8 Kohle, 9 Stöcker, passt. Also, machst du dir daraus jetzt mal ein paar Fackeln. Wie war das nochmal? Na, wie war das nochmal? Ich glaube so.
Nun. Genau. Wenn du dann auf Steuerung drückst und auf das Auswahlfeld da, dann machst du alle auf einmal. Geht ein bisschen schneller. Brauchst jetzt nicht mehr. So, dann können wir jetzt ja runterbuddeln. Vielleicht finden wir ja was Schönes. Bisschen Eisen wäre auch schön. Diamanten werden wir heute noch nicht drauf treffen, glaube ich. Die sitzen zu tief. Ne, wo wir also vorhin geübt haben, habe ich schon Eisen gefunden. Ja gut, das war Kreativmodus, ne? Ja. Da kannst du dich ja schneller runterbuddeln. Tja, das ist immer der langweilige Part bei Minecraft Let's Plays. Irgendjemand buddelt sich tief in die Erde rein. Das kennen wir ja schon. Ja. Also ich würde eine Höhle ganz geil finden. Auch wenn da Monster rumlaufen. Die machst du dann halt einfach platt. Ach. Nee, das sind die neuen Steine aus 1.8. Zur neuen Version. Wir haben es gemacht, glaube ich, damit das ein bisschen bunter in den Höhlen aussieht. Eignen sich aber auch gut als Baumaterial. Ist ein bisschen heller. Muss mal auf Toilette. Wir machen gleich eh Schluss mit der Folge, glaube ich. Ich glaube, Eisen können wir uns für heute abschminken. Habe jetzt auch keine Uhr gestellt, aber ich nehme mal an, die Viertelstunde ungefähr ist schon um. Es ist 17:29 Uhr. Und wie spät war es, als wir angefangen haben? Weißt du auch Ähm, nicht mehr, ne? nee. Echt? Ja. Spielen wir schon über 20 Minuten? Das ist ja vergangen wie im Fluge, die Zeit. Ja gut, dann machen wir für heute erstmal ein bisschen Schluss. Vielen Dank, Malte, dass du dabei warst. Hat Spaß Danke. gemacht. Einen guten Schüler gehabt. Ein bisschen, ich muss auch sagen, ein bisschen besser als die Dani. Aber das liegt auch daran, dass du schon mehr PC gespielt hast als Ja, die das Dani, denke ich stimmt. mal. Also, naja, gut. Danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Tschüss. Kannst auch noch Tschüss sagen, wenn du willst. Tschüss.